Der 1894 geborene Raimund Kolbe als Franziskanerpater Maximilian Maria hat meiner Meinung nach nicht lang hin und her überlegt, als er sagte, er wolle statt Franziszek Gojownicek in den Hungerbunker gehen. Es war für ihn eine alternativlose Eingebung des Augenblicks. Sein ganzes Leben bis zu diesem Zeitpunkt kann man als eine Vorbereitung auf seine Tat verstehen. Raimund Kolbe wuchs in einem besonders marienfrommen Haus auf. Sein Vater führte eine Buchhandlung mit religiöser Literatur und seine Mutter sah im klösterlichen Leben die Zukunft für ihre drei Söhne. Raimund soll als Jugendlicher eine Marienerscheinung erlebt haben, die ihn dazu bewegt hat, in den Minoritenorden einzutreten. Man schickte ihn zum Theologiestudium zuerst nach Krakau und dann nach Rom, wo er 1918 zum Priester geweiht wurde. Pater Kolbe war zwar sein Leben lang kränklich, aber er war willensstark und bereit zu Unmöglichen. In wenigen Jahren baute er, ohne über materielle Mittel zu verfügen, das Kloster Niepokalanów bei Warschau auf. Übersetzt bedeutet dieser Name Stadt der unbefleckten Empfängnis Marie. Das Kloster ist heute ein beliebter Marienwallfahrtsort. Dort gründete Pater Kolbe einen Verlag mit mehreren Zeitschriften, eine Druckerei und andere Wirtschaftsbetriebe. Es ging ihm darum, zeitgemäß missionarisch zu wirken. Anfang der 30er Jahre reiste er nach Japan und gründete in Nagasaki ein Kloster, das heute noch besteht. Bei seiner ersten Verhaftung im Herbst 1940 sagte Pater Maximilian zu seinen Mitbrüdern: Seht ihr denn nicht, dass wir auf Mission ausziehen? Man zahlt uns sogar noch die Reise. Und er wünschte ihnen, der heiligen Jungfrau noch mehr und jeden Tag vollständiger zu gehören, um dann zum Schluss zu kommen: Jetzt, wo wir die Gelegenheit haben zu leiden, wollen wir diese nutzen, um viele Seelen zu gewinnen. Also Leben für Leben. Thank you.